Dialo alle zusammen. Wir machen weiter mit der Rangliste, auch wenn wir gestern eine vom Kopf gekriegt haben mit einem Minus. Dennoch ziehen wir es natürlich durch. Und ja, vielleicht hätte man generell von Anfang an ein bisschen passiver rangehen sollen an das Format, weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich so durchziehen. Ja, gestern war es natürlich auch ein bisschen Pech dabei, aber so ohne Dreien ist jetzt immer die Frage, logischerweise muss das sein. Stellt sich der eine oder andere sicherlich die Frage. Vollkommen zu Recht, auch ist immer fraglich, ob es sein muss. Man weiß es danach, wir nehmen hier die 10. Stich, ne, macht er mit. Garo einfach Schneider. Passen. Ja, ist ja nichts passiert. Wir haben jetzt 1000 und irgendwas Schnitt. Im Endeffekt also 500 und tief irgendwie. Gut. Nach ganz vorne vielleicht. Ich weiß nicht, wie hoch das ausgeht am Ende des Tages. Vom Prinzip ist es auch wurscht. Ich spiele das so, wie ich das für richtig halte. Und wir auch ein bisschen Laune haben dabei. Von dem her gesehen ist das. Vielleicht sticht er das Ding schon. Ja. Ich frage mich, ist gar schon Stich. Haben wir dann? Wir haben 22, 33, 37, 47, 50. Ich kann sogar Karo spielen, meiner Meinung nach. Der hat wahrscheinlich noch Herz mit, schmeißt das jetzt weg. Nee, macht er gar nicht. Ich will aber einfach, falls er von oben spielen kann, einen alten fassen kann, mich Trumpf 10 schützen. Genau, ja, dann hat es. Alles okay. Wir matchen zu. Denke ich. Noch ein Herz sogar. Gott, oh Gott. Hat er ganz schön wenig Trumpf gehabt. Rang. Das schaut gut aus. Nö. Wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben jetzt 22.30 Uhr, genau, 22.30 Uhr, Rangliste spielen wir. Wie viel haben wir heute? Samstag der 12., genau. Samstag der 12., 22 Uhr, irgendwas. Ich habe gerade erst, ach Gott. Ich habe gerade erst gesehen, schon überlegen. 7 Trumpf, 3 Herz. Warum reizt er 20? Dann werden nicht gewinnen. Er hat wahrscheinlich sogar schon einen Rest, vielleicht. Ja. Ein Ass zu schmieren ist ja nie die Option normalerweise. Er muss immer Herz 10 legen, zu viert wahrscheinlich, wenn er sie hat. Ja. 14, 5, gut, wir gewinnen trotzdem nicht. Herz 10. Was will er mit einer 10 in dem Spiel? Ich werde um 23.15 Uhr die Rangliste noch spielen. Ich habe es gerade erst mitgekriegt. Gut, das ist wieder so eine Geschichte. Es geht schon wieder los. Wir können auch 13 drücken. 13, 24, 35, 38, 49, irgendwas schnappen. Wenn Rang spielen, sind 13, 6, 19, 30, 41, 44, das geht nicht. Ich mach mal so Peak. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, nicht, dass wir Trumpf 10 verlieren. Dann spielen wir natürlich gar keinen Trumpf. Ui. Ich kaufe, ja, wobei man das schon lang hat.
Muss er dann Karo frei sein? Gibt ja keinen Grund. Oh, noch nicht lang gezählt. Das Spiel hat sich hier doch krank gewonnen. Zufälligerweise. Warum liegt denn der Herz 10 rein? Gedacht habe, diese Längen gibt es ja gar nicht in der, komischen Variante. Keine Ahnung, was Spieler 2 treibt. Das sagen wir auf jeden Fall 18, gut, das geht ja nicht mehr. Genau. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so oft, genau, zurückzukommen auf das Thema. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so oft Rangliste spielen kann am Tag. Dass jetzt abends auch noch 2 sind. Also ganz spät abends noch 2. Und wir machen den mal. Ich kriege mal irgendwie einen Überstich hin. Geht das jetzt? Geht nicht, oder? Das heißt, ich habe gar kein Problem, das fertig zu kriegen. Ich habe immer gedacht, abends ist nur eine. Dass mittags um 12 eine ist, wusste ich. Dass abends um 18, 19 Uhr irgendwann eine ist, wusste ich. 62, oder? Wenn er die Dame zurückspielt, wird es immer mal. Nee, wird es nicht, oder? Hat er. Doch, der hat weggeschmissen, klar. Nee, er nimmt. Schlecht gefunden. Spielen hat. Wir werden die nächste mit. Eigentlich will ich mit Trumpf Ass fast schon stechen. Ich mach's aber nicht. Gut. Karo-Bube steht da, haben wir es richtig gemacht. Ich hoffe zumindest, dass es uns reicht, aber es müsste, glaube ich, reichen. Ja. Muss eigentlich immer reichen. Karo voll ist bei uns. Beide Pikvollen sind bei uns. Hier Kreuz König, denke ich. Nicht die großen Ambitionen wieder. Das Spiel ist halt komplett rund. Also gut, das ist jetzt natürlich auch. Kann er mit Trumpf 10 stechen. Leipzig gleich, wenn er auch nicht so doll das Spiel, aber gewinnbar natürlich. 0 Augen gelegt, schlechter Aufschlag. Zum Buben spielen, glaube ich. Kontrolle reinzukriegen, wenn Abstich kommt, steht hier vielleicht. Das ist gut, dann haben wir den. Jetzt steht Trumpf 10 hoch. So, wir haben 0 Augen gelegt, dann gehen wir, glaube ich, hier oben unten. Genau, und gabeln jetzt. Den wollen wir nicht. Wir haben schon Karo 10 haben. Den wollen wir auch nicht. Genau. Dünne 18. So richtig gesegnet, weil ich hier gerade mit Karten nicht die letzten Ranglisten. Aber wie gesagt, ich war auch ein bisschen zu offensiv. Im Nachgang betrachtet auf jeden Fall. 8 Augen hat's aus, wäre gut für uns.
Also für Fall die Farbewechsel kommen, dann wäre ganz groß. Ich weiß nicht, was die Leute wirklich. Jetzt kommt Herz aus. Wenn er zu blank gespielt hat, dann muss er aber das konsequent sein, dann nicht Herz anlangen, sondern Pik für die Übergabe, dass ich Kreuz 10 spielen kann, wenn er schon drauf geht. Da kann der wahrscheinlich nicht. Ach nee. Also den Trumpf jetzt mit. Das hat er ja wirklich sowas von misshandelt, das Spiel. Gott, Gott. Den Trumpf darf er auch nicht mitnehmen. Da muss er einmal warten, dann lade ich Pik Ass, dann kann er Pik Lusche spielen. Dann kriegt man darüber Herz Ass. Wenn er sich schon entscheidet, dass es nicht drin ist, dann muss es auch durchziehen. Also bei meiner Meinung nach muss er weiterspielen, aber es ist unabhängig davon, wenn er sich entscheidet, wechselt auf Kreuz Dame, welche offensichtlich blank ist, dann muss er einen Trumpfstich verweigern, weil ich brauche Pik Ass und dann muss er diese Pik-Übergabe halt suchen in dem Moment. Hep. Das reicht trotzdem noch für uns. Null aufs Gewehr. Ich glaube, ich muss auch laufen. Das war nur, glaube ich, schlecht. Ich werde es nicht kriegen. Null der Hand mache ich nicht mit 7-9 König. Eine richtig fette Liste schaut anders aus, auf jeden Fall. Aber eine richtig schlechte auch. Grande, grande. Mille grande. Wir legen Pik 10, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn wir das Spiel gewinnen sollen. Ich glaube, es geht. Das muss er alleine gewinnen. Hat Pik König gedrückt. War richtig gemacht. Ich denke, dass er das Herz der Herzstehner für uns drin hat. Das reicht nicht. Wir brauchen Herz Ass bei uns. Ich kann Herz 10 freispielen. Aber das reicht alles nicht. Jetzt haben wir nur besser Nullerwehr. Nullerwehr Hand. Skat aufnehmen, nein. Das ist kein schlechter. So, zwei Spielchen wieder noch. Wollen Sie spielen? Drei noch. Mein Gucke. Das ist leider. Weißt du übrigens Pfosten, wenn Karo 7 ist, dann haben wir so eine Wehr. Grande, wir spielen Karo aus. Pfosten. Ein Stich übrigens. Den hat er in der Hand. Und dann. Besser. Schöner Bubenleerzug. Ja.
grenzwertig, aber wir sagen mal 22, wir haben 0 Optionen mit drin. Das ist die Frage, jetzt geht's halt nicht weiter. Wenn Karo liegt, aber nur der Wehr. Machen es nicht. Dick Ass wäre gut. Ach, dann, was ist das für ein Krank? Das ist mal eine schöne Karte. Drei Bubskis. Tauchen. Tauchen. Er hört. 15. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir rauskommen. Ein Kreuz oder keins mehr drin haben, oder? Kreuz oder Kreuz 10 noch natürlich. Dann schon geschnitten, wahrscheinlich im Auftakt. Normalfalls der 10 König. Dame Lusche oder sowas in Herzen. Ist meistens so, zumindest. Zumindest eine gute Fortsetzung. Kreuz 10 nicht zu spielen. Zeige ich mal das. 10 zu 4, so schaut's aus. Der Klassiker. Und Schneiderützki verschenkt. Das Lusche abzuwerfen, als Ass blank zu stellen, ist auch nicht wirklich Idee. Also da das Schneider beschenkt. Der König zu dritt den Pik, der kann jetzt auch Pik wegschmeißen, wo ich 22 reizt. Es gibt jetzt gar keinen Grund, dafür als Ass blank zu stellen. Wäre wieder grenzwertig gewesen, ob man den nimmt oder nicht. Ich nehme mit dem Spiel nach. Genau. Das Karo 10, ich finde es deswegen, nehme ich mit dem Spiel nach, dass Karo 10, falls er blankes Ass hat, dass es nicht in Gefahr ist. Weil der hat so einen schwarzen Buben blank, genau. Und das heißt, der wird so kurz. Dann spielen wir noch den. Na, den lassen wir laufen. Das ist die Geschichte mit laufen lassen. Ach, das. Wir haben nicht die hohen Herz, den hohen Herz. Schade, wenn wir andersrum haben, wenn wir den Sternstich drin haben, dann haben wir gewonnen. So oben nicht. Nicht so schön. Spielen Herz. Kann man auch Herzbube ausspielen. Ist gut. Deswegen tendiere ich oftmals zu dem auch erstens ganz. Trumpf Ass kannst du kriegen. Zweitens kann immer, wenn du hier was drin hast, zum Beispiel kann es falsche Volle geladen werden, dann ist auch alles in Ordnung. Jetzt holen wir erstmal uns noch unsere Belohnung ab. Spielen den, um sie vielleicht schneiden zu lassen. Passiert prompt. Dann spielen wir mal. Ich glaube, der König ist besser, ist feiner. Ja, ist egal. Pikant. Eine pikante Ente. Kriegen es nicht. Ja, es ist halt auch nicht, ne? Hat er wirklich Kreuzhand? Gut, er kann natürlich Pik Ass dabei haben, ne? 6 Trumpf, Pik Ass oder sowas. Na, er nimmt auf. Er hätte ich lieber gereizt. Hat er Kreuz mit rein. Weil der hält er auch normalerweise 48, wenn er ein bisschen was. Dann würde er wäre. Kreuz Bube im Stock wahrscheinlich. Glück.
Karo Bube. Bei meinem Klick. Hallo? Stark. Den kriegst du noch. Das gemacht, aber wirklich platt, oder? Hat jetzt die Dame zuerst mitgenommen und dann habe ich gerade nicht aufgepasst. Na, mal angucken. Okay, ändern können wir es ja sowieso nicht. Gut, da wäre gar nichts gelegen übrigens. Alles richtig gemacht, war halt auch die konservative Variante. Jetzt haben wir diszipliniert gespielt oder verhältnismäßig diszipliniert. Alles okay, 5-1-16, nichts passiert. Jo, bis nachher, ciao.